Jawollo, meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Mini-Let's Play. Wir spielen die Truck Dealer Simulator, die Demo. Die wird irgendwann im zweiten Quartal 2020 von Playway bzw. von Movie Games SR erscheinen. Und dass es jetzt schon mal eine spielbare Demo gibt, ist schon mal ein sehr gutes Anzeichen daran, dass dieses Spiel dieses Jahr auch wirklich rauskommt. Also Playway ist stets bemüht, das Ganze dann alles so zu bringen. So, Work in Progress versus Version, ne, ist nicht Final Look von dem Game, ist klar, ist eine Demo. Ich habe schon mal alles eingestellt, ist natürlich nur in Englisch jetzt momentan in der Demo zu haben, ist ganz klar. Aber das soll uns ja nicht aufhalten. Truck Dealer Simulator, also Drogendealer Simulator auf Deutsch übersetzt, kann interessant werden, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Mal gucken, inwiefern ich Englisch hier verstehe, ne? Das ist ja immer dann so eine Sache. Aber das ist ja relativ egal. Unser Hauptspiel wird es dann ja eine deutsche Version geben, beziehungsweise eine deutsche Übersetzung, die hoffentlich besser ist als Google Translate-like. Und dann sehen wir da einfach mal weiter. Da uns aber ganz schön rein, Junge, Junge! Yeah, and fuck you too! So, here we are. The adventure is hot. The big question is this my story or your story? Let's find out together, shall we? Got that blunt handy? Das ist schon mal eine sehr passende Musik, das muss man wirklich sagen. Hold tap. Okay, Yo, hope you're up. I would let you sleep yesterday off, but I have some troublesome motherfucker to attend to, and it can't wait. I'm waiting for you at the main square close to my place. Sober up and come see me. First task, okay, tab kann ich organize, okay, I've closed the tip. Gut, sei es in Englisch. Yeah, good old Eddie. He's the head of logistics, so you better listen to what he has to say, huh? Go meet him, he'll prep you up for the job. Es ist schon mal geil, dass es auch mit vertont ist, mit Sprache. Ich hoffe, ich glaube zwar nicht dran, aber vielleicht gibt es sogar einen deutschen Synchronsprecher, das wäre wirklich richtig geil. So, go and meet Eddie. In the local square. Also, ich denke mal draußen. Ah, booze and weed. The ancient enemies of short-term memory. Yesterday you got so fucked up that I forgot where those are. Search the apartment. Gotta be here somewhere. Okay. Station will ich ja hier gar nicht wiegen. Muss jetzt erstmal irgendwie den Schlüssel finden. Search desk. Da kann ich mich auch irgendwie ausrüsten. Das ist mein Charakter. General Risk Factor, Exposition Factor, Dope Ninja, Skills, okay. Organizer. Ja. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus. Open Door. Ich meine, wir haben jetzt nicht das schönste Haus, wie das hier aussieht. Und wenn ich mir das ja so nach außen angucke, ist das jetzt auch nicht das geilste. Aber... Das Rohr müsste mal nachgezogen werden, das zieht nämlich Luft. Aber ansonsten, wo finde ich denn jetzt Find the Key and Unlock the Door? Ja. Das ist aber nur die Frage, wo könnten denn die Scheißdinger sein? Weil hier beispielsweise kann ich nichts auswählen. Ich kann sogar Licht an- und ausmachen, okay, cool. Hier kann ich das Spiel saven. Verstehe. Müll. Aber hier kann ich... Ja, need a key and open the door. Nee, die sind mir schon klar. Nur so viel. Ach hier. Ah ja. Kann ich das aus? Ah ja. Sehr gut. Okay. 50 XP. Krass. Aha. Stromkasten. Bin beeindruckt. Da. Achso, ja gut, es sind mehrere Etagen hier. Hier geht's auch nicht weiter, kann ich hier weiter? Hier geht's weiter. Oh,
Okay, okay, okay. Oh, sieht ja alles recht gemütlich aus hier, Kappa. Jetzt muss ich nur diesen Eddie-Typen finden. Und das ist immer so die Frage, ne? Wo soll das jetzt hier sein? Okay, da rennen ein paar Leute rum. Interessant, interessant. Ich kann selber, kann ich auch rennen. Unten links ist meine Stamina, also meine Ausdauer. Ah, gut, die. Love the smell of tires in the morning. So. Hier rein? Ne, ist auch locket. Wo ist denn dieser Eddie? Eddie. Kann ich mir das. Ach, hier erscheint das, oder? Ihr war jetzt. Ja, doch, sieht schwarz. Ah ja. Ein schwarzer, na klar. Sit down. I'll brief you up. Sit down. Doobie? Nu klar. Here you go. That's what you're gonna be selling, so test it out. You know what? Sometimes when I get these so-called second thought kind of thing, I come here. Sit down and just watch this shit. You know that every trap in the U.S. has this bull? 25 million bucks it cost them. Always reminds me of who we are to them. Helps keep me focused. Anyway, how was the party? Hey, can you remember shit, man? Yeah, you young motherfuckers tend to do that. Nowadays, I'd be fucked up big time for a week if I'd party that hard in one evening. Well, okay. Anyway, good that you stretched up, because we've got some jobs to do. Listen up. I'm your main and only contact in the cartel. Anything and everything considering the business in and out goes through me. From now on, I'm your daddy, your boss, your fucking wife, all in one person. You need dope? You write to me. You got the cash for the cartel? I take it. You shit your pants? I need to know before you change your underwear. Straightforward. We're gonna start basic. Grass and amp. There are three packages waiting for you in a dead drop at the back of the supermarket. Grab them, go home, and get your laptop. There'll be clients writing you soon. You make them sales, and I'll get back to you soon after. Questions? How I regular the dead drop truck? Oh, you're a smart boy. You'll find it. Anyway, get to work. Gotta go. We'll get to you later. Alles klar, Bruder. Kann ich auf? Wie kann ich aufstehen? Ah ja, thank you. Just in case you're wondering, dead drops are hidden drop points, where you will retrieve smaller packages. Yo, trash bins, hole in the ground, a big crack in the wall, you name it. They're usually marked by some kind of symbol, so you should find it pretty easy. Okay, okay. Oh, Wahnsinn, sogar Sprunganimation. Schöne Musik haben sie aber, ja. Da haben sie auf jeden Fall Mühe gegeben, das Ganze hier zu machen. Grafisch jetzt natürlich nicht auf dem geilsten Niveau, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber, naja, muss ja auch nicht immer sein. So, jetzt müssen wir erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, in den Supermarkt. Und im Supermarkt soll das Gras sein. Soweit, so denke ich mal, so richtig verstanden. Was so meine Englischkenntnisse so halt zulassen. Now that's an interesting place. Look up. The two towers, they call it. Creme de la creme of the native pathology. Now, there ain't no Saruman here, but there sure is a lot of magic going on. If you know what I mean. Mhm. Ja, wollen wir noch mal kurz gucken. Vulgäre Sprache ist auf jeden Fall überall mit dabei. Schöne Graffitis hin und her. Aber jetzt müssen wir erstmal diesen komischen Supermarkt finden. Und das ist mal gar nicht so einfach. Also halt, warte mal. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wir haben da Ausrufezeichen. Das ist ja mal interessant.
Das könnte uns ein bisschen weiterhelfen, diese Ausrufezeichen. Okay. 38 Meter, 32 Meter. Okay. 22, 20, 13, 10 Meter. 5 Meter. There it is, see it? Ah ja. Alright, now go back home and get to the computer. Your first client should be messaging you any moment now. You'll get notifications on your phone. But to read them, you'll need the encrypted app on the laptop. Unlock, B for the map, F for the flashlight. Eddie. Cards, okay. Q, E and swipe? Q, E? Ah ja, okay. Use Q, wie komme ich, hoppala. Und wie komme ich wieder zurück? Mit rechter, mittlerer Maustaste? Na, egal. So. 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 Komm mal wieder hier rein. Hold the tab and show the phone. RMB for the map. Ah ja, okay. Check this message. Home. Das ist ja in Ordnung. Blalalala. Ach, guck mal hier. Ei, Alter, wie groß ist das? Scarlet Dragon. Jay's Job. Nightclub. Drugstore. Police Station. Grass Station. Supermarket. Von denen komme ich ja gerade. Irgendeine Farm. East Old Town ist noch gesperrt, so wie vieles andere Old. Old Harbor. Government Docks. Ja, ist schon groß. So. Mahlzeit. So. Okay, this is ShadyCom, a special fancy dark web communicator. This is where you order the merchandise from Eddie. And this is where your clients will contact you. It also has other options, but we'll get to that in time. Okay, this is a summary. Truck Officer Mario Huna. Kartellpreis $5 Gramm. Sale für $10 Gramm. Okay, Amphetamine. Kosten beim Kartell $7 Gramm. Gekauft wird für $1 Gramm. Okay. So. Make a new order. Delivered cash for the Kartell. Ah ja, okay, verstehe. One new message. Yo, I am interesting of 3 gram of grass. You are sailing? Wie viel habe ich denn? Ich habe zwar hier Mario Huna. Aber ich sehe ja nicht, wie viel ich habe, oder? Also 3 Gramm kann zwar sein, dass ich das habe, aber... Dafür müsste ich erstmal kurz... ja, ist ja noch mehr. Wie komme ich denn? Exit C? C ist doch ein B? Tabulat. Alles klar. Da wackelt die ganze Bude, wenn das Ding hier durchfährt. Guckt euch das nochmal an. Das geht ja gar nicht. Na, oh, schon besser. Ciao, keine Message. Ja, okay. Da ich da jetzt eh momentan... Achso, warte mal, kann ich hier nicht Surfdesk? Ah ja, hier. Das sind 3 Gramm auf Mario Huna, habe ich 2 Mal. Und 5 Gramm auf Amphetamine. Na, das geht doch. Das wollte ich doch nur wissen. Also 3 Gramm auf Mario Huna können wir machen. Confirm the current order. Good, we'll back to you. Okay. Schreibt aber auch nicht gleich zurück, der Blepp. Na, confirm, also das ist ja auch egal. Gut, ein new message. 5 Gramm of Speed. Speed sind jetzt keine Amphetamine, oder? Ich kenne mich ja mit der Scheiße null aus. Also of Crass ist klar. You're selling. Also 3 Gramm of Ganja. Ecstasy, Fragezeichen. Also Mario Huna ist ja eigentlich Mario Huna. Oder?
Aber 3 Gramm auf Ganja könnte ich zum Beispiel auch noch haben. Und 5 Gramm auf Speed. Könnten Amphetamine auf Speed sein? Wird das so genannt? Ah ja. Haut also alles hin. Okay, alles richtig gemacht. Ja, wieder was gelernt. So, Deliver 3 Gramm auf Mario Huna, 3 Gramm auf Mario Huna und 5 Gramm auf Amphetamine. Naja, alles klar. So, der erste Typ ist irgendwo dort. Auf 32 Meter Basis. 23, 16, 15, anscheinend hier drin. Ah ja. So, what's up? Yeah, it's here. Moment, was wollte der? Ich weiß es doch nicht. Wollte der jetzt Mario Huna? Ah ja, doch, hier, wollte Mario Huna. Nein, Gottes Willen. Your total size, tweet plan, warte mal, track drop, dope quality, alt plus track. Was? Alt plus track? Warte mal, cancel. Chose your drop quantity? Alt und track single. Ja, aber alt und track? Track and Drop ist ja klar, aber wenn ich jetzt Alt gedrückt halte und mir das hier so und das den hier mache, dann ist das vielleicht das andere Alt. Naja. Ist es vielleicht Altgriechisch? Ah ja, Altgriechisch. Okay, muss man ja erstmal wissen, dass das Altgriechisch ist. So, Accept. Can fit K. Was? Happy, see, and good money, but anime, okay? Bigger backpack, free up on the space. Was? Was? I can't fit cash. Happy, see, you're earning good money, but you can't carry this money cash. Bring a bigger backpack free from summary space. Okay. Okay. Und wo kriege ich jetzt einen Rucksack her? Ach ne, Moment, da muss ich erstmal wieder zurück. Mach die Tür auf! Ist gar nicht so einfach als Drogendealer. Habt alle keine Ahnung. Hallo. Ich brauche einen Rucksack. Danke. Hab meinen Rucksack vergessen. So. Ich hab mich völlig blamiert bei meinem ersten Verkauf. Gott, ich will doch mal ein großer Drogendealer werden. Jetzt war ganz schnell wieder zurück. So, hallo, ich hab meinen Pokémon-Rucksack. Yeah. Gut, also halt griechisch. Rein damit. Einmal bitte. So. Und accept. Plus 90 Respekt. Yay. Achso, und für diese 30 Dollar habe ich jetzt einen Rucksack gebraucht. Naja, nee, ist klar. Ja. Das ist klar, ne? Weil es wäre sonst viel zu einfach. Servus, Chrissy. Hey, Digga. Was geht? Ja, ja. Du willst so 3 Gramm auf Mario Huna, bitteschön. Ja, wieder 90 Respekt, 36 Dollar, du bist cool, Bruder. Ja, so, Wahnsinn. Und der letzte ist. Ach, gleich hier drüben! Ja, Mensch! Mahlzeit, ja, klar hab ich das. Guck mal hier. Schöne Amphetamine. Wunderschön, da geht's noch. Ja, on your own, Level 2 R. Right, du hast die ersten Sales und hast das erste Money, die Clients are ordering soon, get to the computer and more dope and Eddie. Ah ja, okay. Ja, läuft. Bim.
Mhm. Ich gebe mal irgendwelche Nachrichten, die ich hätte lesen können. Warum nervt mich das Scheißding jedes Mal? So, order more dope and check the gas station für Adeptees. Okay. Mal was das auch immer wiederum sein soll. Moin! So, achso, das ist das. Moin, ja, okay. I make a new order. Drop this items here. Okay. $50? Limit run on your total volume. Oh, okay. Wir adden einfach mal. Total, Balance, TP, Order. More or less, 030, wait for the info. Deliver the cash to the cartel, okay. Check. Waiting. Also make time. Ah ja, da kriege ich die Uhr. Los, der. Okay, return your dip to Eddie. Meine Fresse, was ist denn? Ja, gibt auch noch keine Nachrichten zu lesen. Gut, ich sollte auch noch irgendwie zur Gasstation. Da muss auch angeblich noch irgendwas sein. Was? Die oder was? Cash, gell? Ach so, hier kann ich mir Zeug kaufen. Washing Puder im Imbu, kind of spray paint, small backpack, medium backpack, Salz und Zucker. Okay. Ja. So, B. Okay. Interessant. Also, da kann ich mir Zeug kaufen. Für was ich es gegebenenfalls auch immer brauche. Und jetzt return to deep. Huch! Entschuldigung, falsche Tür. Ich dachte ja wohl nicht. Dafür kann ich ja das Ding hier aufmachen. Oh ja, okay, da bin ich schon fast wieder Bild zu weit. Sorry. Hallo. Ah, 10 Meter, okay. Also ich muss da scheinbar das Geld ans Kartell liefern, habe ich so das Gefühl. Mhm. Cash return. Also bringen. Also den kann ich jetzt die Kohle auch noch bringen. Ich glaube, der Treffpunkt ist sowieso immer fast der gleiche, oder? Ne, anscheinend ja. Ah ja, hier grüßt ihr. Ja, hier ist das Money. Okay. Und da gibt's auch wieder Kohle. Okay, waiting for the package delivery. Okay, verstehe. Bip, bip.
2 neue Nachrichten. Die ich hier eh nicht lesen kann, weil sie scheinbar eh nur auf den Computer gehen. Tja, Fields Batman. Fields Batman. Okay, dann können wir jetzt noch warten, bis die Scheiße geliefert wird. Oh, ich kann mich sogar lehnen. Lol. Ja, soweit alles entspannt. Moin. Soweit ist ja alles ja noch relativ entspannt. Ich muss sagen, gefällt mir. Wie gesagt, grafisch nicht das höchste der Gefühle. Definitiv nicht. Aber anscheinend ordentlicher umgesetzt, als man es vielleicht vorher erwartet hätte. Also von daher ist es eigentlich schon mal ganz schick. Muss man ja sagen. Ja, dass sie extra hier so Dinge und alles so gemacht haben. Ja, dann ist das ja alles so Delivery Time, Arizona, respected. Ja, wir sind respected. Das ist sehr schön. Ja, neue Order kann ich eh nicht machen. UIM is the resting of RPM, also Amphetamine ist das, glaube ich. Und 5 Gramm Afghana, ja. Wenn ich das Gelumpe irgendwann mal wieder hab, sicher. Vorher können wir da leider nicht machen. Das ist ganz klar. Cash, 6 ganze Dollar habe ich noch. Oh! Sehr gut. 5 Skill Points available. Oh ja. Kann ich upskillen in Pocket, Stamina, Runner, Steel, also leise, Salesman und, ach hier wurde sogar noch erklärt. Schön, dass das alles in Englisch ist. Und Quick Learner. Ich investiere einfach mal da rein, was kostet die Welt. So, Gaming New Clients. Ja, ist richtig. Unlock 4 Sales Area to Crown Client Base. Return Package from the 2 Tower Trailers. Ah, ich soll also noch. Ah, ich soll den Scheiß abholen. Verstehe. Okay, das wird natürlich. Obwohl, ich hab's doch gerade, oder? Ja. Ich hab 10 Gramm auf Mario Huna. Aber mehr auch nicht. Fields Batman. Okay, verstehe. Also muss ich den Scheiß da unten erstmal wieder abholen. Verstehe. Das machen wir auch noch schnell. Da machen wir auf Fahrrad. Ja, Gott sei Dank gibt es da so eine Art Minimap hier. Da müssen wir, also ihr seht unten ja hier die Leiste. So, irgendwo hier. Also hier komme ich nicht drüber, lol. Aber die Mucke ist auch manchmal ein bisschen schwierig, ne? Also Was soll das hier irgendwo sein? Aber laut Angabe 3, 2... Hier muss das angeblich irgendwo sein. Aber finden tue ich jetzt auch nichts. Kann ich mich hinlegen? Ne. Hinlegen kann ich mir aber auch nicht. Ah, halt, da war was. Search a Trailer. Ach, guck an. Ja. Yo, I heard the authorities got pissed by that tire fire situation and they're sending more police on the streets. Watch out for patrols while you run around. They might be nosy. Okay. Also, mehr Bullen sind außerhalb. Wir müssen aufpassen, dass wir den Bullen nicht in den Arm laufen. Ja, ist schon klar. Aber Freunde, wir machen für heute erstmal Feierabend. Sollte die erste Party gewesen sein. Erster Eindruck gefällt mir. Muss man sagen. Also, Gameplay besser als erwartet. Grafik geht's natürlich nicht aufs höchste Niveau. Aber wenn's Gameplay stimmt, passt es so erstmal. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüss, Sikowski.